Das ist unsere Schmerzskala. Mhm. Und das nennt sich visuelle Schmerzskala. Das heißt, man guckt sich das an. Und so wie das jetzt eingestellt ist, wäre die Schmerzskala auf 10 eingestellt. Das sind nicht auszuhaltende Schmerzen. Ah, ja, nee. Und 0 ist keine Schmerzen. Mhm. Und jetzt haben wir bei Ihnen ungefähr 2,5 Stunden nach der OP. Ja. Was würden Sie sagen, wie ist Ihr aktueller Schmerzstatus? So eine 4 ungefähr. 3. Also Entschuldigung, 3 sehe ich es genau. Eine 3. Das heißt, wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie es zum Beispiel mit einem starken Muskelkater vergleichen? Mehr wie so ein starker Dehnschmerz. Okay. Weniger wie ein Muskelkater und So ein Regelschmerz hatten Sie mal erwähnt. Genau, wie ein Regelschmerz, wie wenn die Brüste einfach geschwollen sind. Okay, ja, genau. Spannen, genau. Und haben Sie eine Einschränkung, was Ihre Armbewegung angeht im Moment? Also können Sie Nein. Können Sie frei bewegen? Okay. Kann ich frei bewegen, ja. Das zeigen wir jetzt nicht, weil wir wollen Ihr Gesicht nicht zeigen. Ah ja, okay. Sorry. Das macht ja nichts. Gut. Okay, wunderbar. Vielen Dank, gute Besserung. Danke. Wir gucken uns das morgen auch nochmal an, morgen früh. Cool, danke. So, erstmal guten Morgen. So, jetzt, wir haben gestern schon mal ein Video dazu gemacht, zu dieser Schmerzskala. Nochmal ganz kurz, was wir gemacht haben. Wir haben bei Ihnen Implantate unter den Brustmuskel gelegt. Ja. Und jetzt haben wir den morgen nach der OP. Wie geht es Ihnen generell? Sehr gut. Sehr gut? Nacht war gut, keine Übelkeit. Einigermaßen gut geschlafen? Häufiger mal wach geworden, ja. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach den ganzen Tag nichts gemacht habe und irgendwann nicht mehr müde war. Nee, klar. Ja. Genau. Und wie würden Sie jetzt heute Morgen Ihre Schmerzen auf dieser Schmerzskala bezeichnen? Also 10 ist quasi nicht auszuhalten und 0 wäre gar keine Schmerzen. Erstmal in Ruhe, wenn Sie einfach nur so da liegen. Okay. Eins. Also als Schmerz würde ich es allgemein eigentlich gar nicht bezeichnen, sondern eher halt ein Gefühl, dass da was ist, aber es ist kein Schmerz in dem Sinn. Okay. Ja. Super. Und wenn Sie sich bewegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich die Haare kämmen? Also auch da ist eigentlich kein Schmerz, aber es so ein bisschen störendes Gefühl, das ist 2,5 vielleicht, aber... Okay. Ja. Und Ihre Arme können Sie bewegen? Das ist alles klar, super. Gut, dann vielen Dank, weiter gute Besserung. Dankeschön.